Bürgermeister Martin Schuster lud zum traditionellen Neujahrsempfang in die Burg Berchtoldsdorf. Dabei ging es nicht nur um einen Rückblick über das vergangene Jahr, sondern vor allem über einen Ausblick auf 2019. Berchtoldsdorf TV war mit dabei. Herzlich willkommen hier in der Burg Berchtoldsdorf. Herzlich willkommen im Jahr 2019 in Berchtoldsdorf. 2018 war ein sehr, sehr herausforderndes und spannendes in Berchtoldsdorf. Ein Stichwort, das war das Jahr der Müllgassenbrücke. Ich glaube, das war solches, wenn man irgendwann einmal zurückblickt, wenn man sagt, aus welchem Jahr war das? Ja, das war da, wo die Brücke gesperrt war. Aber auch 2019 stehen Großprojekte an. Also wir werden einen neuen Brunnen schlagen müssen. Wasserversorgung ist etwas ganz Wichtiges, ein Rückgrat unserer Infrastruktur. Und damit wir auch zukünftig genug Wasser haben, genug gutes Wasser haben, werden wir einen zusätzlichen Brunnen graben. Wo das genau sein wird, wissen wir noch nicht. Zurzeit noch nicht, aber ganz unmittelbar bevorstehen die Sondierungsbohrungen. Und dann werden wir wissen, wo er sein wird, aber es ist im heurigen Jahr auch eine große Ausgabe. Der zweite Punkt, was auch ein ganz besonders wichtiges Thema in Berchtoldsdorf sein wird, ist das Schulzentrum. Wir wissen, dass wir kein Gemeinschaftsprojekt mit dem Bund, was den Ausbau des Gymnasiums betrifft, zusammenbringen. Aber es ist jetzt so, dass der Bund den Ausbau dieser Schule forcieren wird und wir Räumlichkeiten für die Mittelschule und die Volksschule, die zusätzliche Räumlichkeiten braucht, schaffen werden und wenn möglich auch unsere Sonderschule hier entsprechend neu positionieren wollen. Neuerungen gibt es auch im Gemeinderat. Weil unser langjähriger Baureferent Dr. Czernelitz jetzt in den Gemeindedienst gewechselt hat, haben wir einige Änderungen gehabt. Martin Wagner, ein neuer Gemeinderat, der mit viel Engagement diese Sache angehen wird. Und im Gemeindevorstand hat die Andrea Kö, langjährige Gesundheits- und Sozialreferentin, das Baureferat übernommen. Und Daniela Rambosek ist eine neue geschäftsführende Gemeinderätin für Gesundheit, Soziales und Jugend. Was nimmt sich die neue Sozialreferentin für das neue Jahr vor? Ja, in allererster Linie mich einmal gut einzuarbeiten und ein gutes Miteinander herzustellen zwischen allen Generationen. Ich sehe es als meine Aufgabe, auch ein bisschen mitzuwirken an der Ortsentwicklung, zu schauen, wohin soll sich Berchtoldsdorf entwickeln, wohin wird sich Berchtoldsdorf entwickeln und das Ganze natürlich mit Einbindung der Bevölkerung. Ich werde unter anderem auch für den Bauausschuss tätig sein, aber ich bin noch immer im Volksschulausschuss bzw. auch im Sicherheitspartner tätig in der Marktgemeinde Berchtoldsdorf und werde diese Tätigkeit natürlich auch weiterhin wahrnehmen. 5.500 Einsätze fuhr das Berchtoldsdorfer Rote Kreuz 2018 und auch heuer wird man ausgelastet sein. Ja, unsere Standardgeschichten wie Rettungsdienst und Betreuung von Älteren und Kindern wird es auch weitergeben. Das bauen wir auch gerne aus. Wo wir uns vorbereiten, ist natürlich der Auftrag, den wir von der Gemeinde bekommen haben, betreutes Wohnen zu organisieren. Da ist das 19er Jahr unser Planungsjahr, damit wir 2020 dann in Umsetzung gehen können.